könntet gegen Kanzler Velorum einen Misstrauensantrag einbringen. Er war bisher unser stärkster Fürsprecher. Die einzige andere Möglichkeit wäre, eine Klage vor Gericht einzureichen. Die Gerichte brauchen noch länger für Entscheidungen als der Senat. Unser Volk stirbt, Senator. Wir müssen sofort etwas unternehmen, um die Föderation aufzuhalten. Realistisch gesehen, Euer Majestät, befürchte ich, dass wir die Kontrolle durch die Föderation vorerst hinnehmen müssen. Das kann ich auf keinen Fall zulassen. Er beherrschte die Künste der Jedi. Daraus kann ich nur eine Schlussfolgerung ziehen. Es war ein Lord der Sith. Das ist unmöglich. Die Sith sind seit einem Jahrtausend ausgestorben. Ich glaube nicht, dass die Sith ohne unser Wissen hätten zurückkehren können. Schwer zu erkennen, die dunkle Seite ist. Wir werden alle Möglichkeiten nutzen, um dieses Geheimnis zu lüften. Wir werden die Identität deines Angreifers aufdecken. Möge die Macht mit dir sein. Meister Qui-Gon, mehr zu sagen, du hast... Mit Verlaub, mein Meister. Mir ist eine Vergenz der Macht begegnet. Eine Vergenz, du sagst? Eine Vergenz bei einer Person? Einem Jungen. Seine Zellen beinhalten die höchste Konzentration von Midichlorianern, die ich je bei einer Lebensform sah. Es ist möglich, dass er von den Midichlorianern empfangen wurde. Du sprichst von der Prophezeiung, dass einer der Macht das Gleichgewicht bringen wird. Und du glaubst, es ist dieser Junge? Ich nehme nicht an, dass... Du tust es! Enthüllt deine Meinung ist! Ich bitte, dass dieser Junge geprüft wird, Meister. Oh! Zum Jedi ihn auszubilden, dein Wunsch ist, hm? Es war der Wille der Macht, ihn zu finden. Daran habe ich keinen Zweifel. Der Vorsitzende erteilt dem Senator des souveränen Systems Naboo das Wort. Oberster Kanzler, Abgeordnete des Senats. Eine Tragödie hat sich ereignet, welche hier ihren Ausgang nahm mit der Besteuerung der Handelsrouten. Das führte dazu, dass sich jetzt unser Planet im Würgegriff der Föderation befindet. Das ist empörend! Ich erhebe Einspruch gegen die Unterstellungen des Senators! Der Vorsitzende hat dem Senator der Handelsföderation nicht das Wort erteilt. Um unseren Vorwürfen Nachdruck zu verleihen, wird nun Königin Amidala, die kürzlich gewählte Herrscherin von Naboo, in unserem Namen sprechen. Ehrenwerte Vertreter der Republik, ich wende mich in der denkbar schlimmsten Lage an euch. Naboo wurde von der Droidenarmee der Handelsföderation überfallen. Einspruch! Dafür gibt es keinen Beweis! Dies ist ungeheuerlich! Entsendet einen Untersuchungsausschuss nach Naboo, um die Wahrheit festzustellen. Der Kongress von Mellus, der pflichtet dem ehrenwerten Abgeordneten der Handelsföderation bei. Zu ermöglichen. Ich werde nicht zustimmen. Ich bin hier, um jetzt eine Entscheidung zu diesem Angriff zu erhalten. Ich wurde nicht gewählt, um dem Leiden und Sterben meines Volkes tatenlos zuzusehen, während ihr diese Invasion in einem Ausschuss diskutiert. Offensichtlich ist dieses Gremium handelsunfähig. Ich schlage die Wahl eines neuen Vorsitzenden vor. Hiermit stelle ich einen Misstrauensantrag gegen den Vorsitzenden Kanzler Velorum. Jetzt werden Sie einen neuen Kanzler wählen. Einen starken Kanzler, der nicht zulässt, dass unsere Tragödie noch länger dauert.